Mahlzeit, ihr Schlawiner. Knochen wieder hier mit Hm. Kaiserin Franzi. Kaiser Franz, je nachdem, wo ihr sie zuerst gesehen habt. Kaiser in Franz. Kaiser in the France. Genau. Heute fahren wir die Caledon. Gerade freigespielt. In Dienstgestalt 1970, wie man sieht. Leichter Kreuzer, nichts wert eigentlich. Wir hatten gerade ein Gefecht mit der Danae. Die ist super op. Jedenfalls kommt die ein super op oder OP vor, wie auch immer. Egal. Unsere Hauptbatterie hier. 5,1er Rohre, A152 mm, 10 Kilo, 10,8 Kilometer Reichweite. Da fällt mir auf, wir haben ja noch gar nicht modifiziert, ne? Doch, ich habe alles modifiziert. Ich gar nicht. Siehst du? Gar nicht reingeguckt. Also mache ich das mal eben schnell. Das ist so ein Anfängerfehler. So, das heißt, wir erhöhen jetzt die Feuerreichweite. Kurven war. Ja, bau ein den Direct. Und haben jetzt eine Feuerreichweite von, Jesus, 11,8 Kilometern. Erforschen auch den neuen Rumpf. Bauen ihn ein für ein Appel und ein Ei. Da, ja, siehst du, danach kommt die Nanae. Ekelhaft, das Ding. Haben natürlich auch Torpedos an Bord. Vier Zwillingstorpedowerfer, also zwei auf jeder Seite. A533 mm, 6 Kilometer Reichweite. Und die Manövrierbar 30,5 Knoten sind wir schnell. Das fällt natürlich auch auf, wenn man wirklich andere Schiffe angreift. Und ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja. Okay. So, pass auf, ich kaufe mir noch dieses ganze super tolle. Oh Gott, das geht hier gar nicht. Okay. Was willst du dir kaufen? Ah, ich wollte, dass man öfter auffrischen kann. Ja, das ist auch ungewöhnlich wahrscheinlich für die meisten. Man kann hier Leben auffrischen mit dem Kreuzer. Kreuzer. Das kann man ja vorher nur von Schlachtschiffen, ist hier aber bei dem Kreuzer möglich oder ab diesem Kreuzer. Und ja, lief gut gerade, Wenn die Insel nicht wäre. ja. Ich war aber die Letzte. Du warst die Letzte und nicht zum ersten Mal, ne? Ja. Ja, Madame hat erstmal den weggeschossen, der mich gekillt hat. Und da war der Flugzeugträger, aber da war so eine Insel, verdammt, und sie hing fest. Kommt vor. Oh, das ist aber ein gutes Matchmaking für uns, sag ich mal hier. Weil nur Dreier sind, keine Vierer, ne? Nee, weil es relativ viele Zweier sind. Alles die Waymouths. Okay, jeweils nur ein. Nee, zwei Zerstörer auf jeder Seite. Und schon wieder ganz viele Inseln. Ja, man sieht dem Schiff auch an, dass es recht alt ist, 1917. Das ist wirklich diese typische Bauweise. Rechts oder was? Ja, die witzigen Zeiten sind vorbei, ne? Mit der Black Swan. 85 Zitadelltreffer und was für ein Scheiß dann die alt waren. Das war lustig. Naja. Da ging's ja auch, da hast du nur einen Munitionstyp und Reichweite war für alle gleich, weil fast jeder im Match wie die Black Swan gefahren ist. Konnte man natürlich gut abschätzen. Jetzt ist natürlich wieder gemischte Schlachtschiffe mit bei, eben gerade waren Flugzeugträger mit bei, die ersten. Hosho war das, glaube ich, ne? Mal gucken, ey. Gucken, ob einer guckt. Okay, es wird Du geschossen. hast du geschossen? Nein. Gibt's auch einen anderen Vogel, schießt hier. Stimmt, die zweite. Aber wahrscheinlich sehen sie auch schon was, was wir nicht sehen. Ja, Oder dem Typ ist Entschuldigung. langweilig. Ja, Mahlzeit. Entschuldigung, das war die Fliege. Showtime, Bitches. Bitches. Okay. Richtig aussprechen, seinen Namen. Wollen wir schon so langsam, also so latent auf Cap-Punkt zufahren, oder? Auch so ein kleines Ding. Wie, ich habe ein kleines Ding. Ich meinte hier, das Schiff ist auch so ein kleines Ding. So, fast schon nahe Zerstörer, irgendwie so. Entschuldigung, muss ein bisschen öfter husten. Meine Krankheit ist gerade erst so eben noch abgeklungen. Okay, das ist eine Waymouth auf 17,2.
Ich hoffe, dass hier jetzt nicht gleich ein Zerstörer um die Ecke kommt hier. Könnte sein. Wäre aber blöd. Na, ist eine. Da ist noch eine Waymouth. Oh, scheiße. Mit der kann man sowieso nicht treffen. Oh, ein Zerstörer! Ey, jetzt sind wir. Rat mal, wo wir sind. Ja, zwischen den Inseln. Hier ist ja alles scheiße. Guck mal, wie viel hier sind. Und ich bin nicht drehen, weil hier nur all Land ist. Vielleicht hier vor den Inseln. Oh, das war dumm wieder. Ja, ich hab's auch mitgenommen. Das gibt's doch nicht. So ein Scheißdreck. Ist, wenn man zu lange auf ein Ziel guckt, ne? Mhm. Aber kommt halt vor. Ich dreh jetzt. Das Schiff ist aber relativ schnell, ne? Ja. Ist auch gut so, weil sonst sind wir nämlich gleich hier. Ist gleich Feierabend für uns. Da wird gleich einer bei der Insel, glaube ich, vorbeikommen. Rechtzeitig. Oder ist das die Waymouth da? Scheiße! Blödes Schiff hier. Tipp. Ja, nicht, und nicht Johnny. Jo. Okay, jetzt kommen die alle her hier. Ich glaube, der andere hängt auch an der Insel fest. Ja, sowas passiert halt mal, wenn man nicht hinguckt. Okay, ich drehe wieder ein. Wie? Na, ich fahre wieder zurück. Ich wollte mich ja nur nicht gleich wegsammeln lassen hier. Hier ist ein Zerstörer. Die Zeiten, wo man schnell nachgeladen hat, ist auch vorbei. Erstmal wohl schon, ja. So, der eine ist gleich weg hier, so wie es aussieht. Das ist schön. Ja. Yep. Wow, Leute, ich habe 3 Treffer, das ist Wahnsinn. Ich habe mir schon 13 hier zusammengefummelt. Gut, immerhin fehlt schon ein Zerstörer von denen. Da kommt einer. Auf uns zu, oder? Nein, 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 du. Für mich hinter der Insel. Ah, ich sehe den gerade, ich sehe den gerade. Ja, ich kann aber keine Torpedos rausschicken, weil hier auch einer ist. Ja, der ist für mich auch jetzt bei der Insel. Ich kann da. Oh, scheiße, der ist so nah und doch so fern. Ey, so ein Fuckface, ey. Ich bin nicht aufgepasst, ey, bin ich dumm. Ja, bist du die Insel getroffen jetzt hier? Fuck. Du brennst. Ich brenne nicht mehr. Du brennst nicht mehr. Aha. Weil hier eine Nassau ist. Ja. Vor mir ist auch gerade eine Nassau. Fuck you. Aber das ist auch noch unsere eigene. Das wollte ich damit sagen. Und die hat mich schon wieder getroffen. Die Biatch. Biatch. Hm. Was sagt man denn dazu? Man brennt. Titan! Kritische Maschinen schauen, motherfuck you. Fette Titan. Ich habe gar nicht so brutal viel abbekommen, aber es hat gereicht, um mir mal eben Hauptgeschütz und Torpedowerfer rauszusammeln. Ah! Come on! Jetzt ist Zeit für Torpedos. What?
Das war scheiße. Oh, das tut mir leid. The fuck, Alter? Weißt du, wie nah der war? Erst habe ich den gar nicht mitbekommen, weil er war für mich so verschmolzen mit dieser Insel. Da habe ich gesehen, der ist nicht hinter der Insel, sondern vor der verkackten Insel. Dann wollte ich drehen, Torpedos rausknallen und in dem Moment fickt er mich weg. So. Und wahrscheinlich ist meine Munitionslager explodiert, denn... Komm, schick Torpedos raus. Scheißegal, ob du 100 Kollegen triffst. Ja, oh nein, du musst sie treffen! Nein! Wupp, wupp, wupp! Ich muss mich echt positionieren. Das Alter, wieso bin ich schon weg? Das ist doch voll scheiße. Du musst auch vielleicht mal gucken, dass du manchmal so in Intervallen, also kurz ein, zwei Sekunden wartest, ne? Damit, falls welche vorbeigehen, die anderen eben nicht vorbeigehen. Oder du musst jetzt nochmal drehen, ne? Ah, das ist auch ein bisschen echt eng hier. Siehst du, einer von uns sitzt ja schon in der Insel. Ja, oh, da kommen schon wieder Torpedos. Oh, neben dir! Ja. Links! Schieß ab die Torpedos! Oh. Der schickt welche auf dich. Ja. Der fährt gegen die Insel, mein Gott! Was für ein leichtes Ziel! Ja, ich muss auch hier. Mann! Ich kann jetzt keine Torpedos rausschicken, ja. Scheiße. Schöne Scheiße. Pass auf, dass sie nicht gegen das Wrack fliegen. Ja, eben. Ah, was für eine Tittenkacke, Alter. Jetzt aber. Schick sie auf den. Warte, Mann. Mach keinen Stress. Du bist schlimm. Oh, da ist noch einer. Ja, deswegen. Oh, da hättest du ja zwei Fliegen. Nimm lieber den anderen, der jetzt vorfährt. Das ist ein leichteres Ziel. Ja, ich hab auch welche abbekommen. Du musst sie weiter vor den... Oh, jetzt hör auf! weiter vor den Schiffen abschicken. So! Du, das ist wegen dir jetzt. Nee, das ist nicht doch. Wegen mir! Doch, weil du so viel Stress machst. Alter, ich erklär dir was. Du musst auch erklär der mir was, echt. So, der Herr fragt jetzt, geht an dich. Warum drehst du direkt vor Torpedos? Weil ich daran Spaß habe. Ich habe die nicht gesehen, weil ich selber Torpedos weggeschickt habe. Und ich mir Befehle anhören müsste. Ich habe doch gar nicht mal geredet. So, mal gucken, wie sie... Ja. Oh, dann hört ihr das an, Alter. Ja, Alter. Ich hätte das geschafft, wenn ich nicht gestorben wäre. Ja, du wolltest ja Torpedos schicken. Ja, wollte ich auch. Hat aber nicht geklappt. Gute Zeit für Torpedos, ja. Siehst du, wie arschgemein du bist? Ich? Das sagst du mir. Leute, das müsst ihr kommentieren, das geht nicht. Nee, das kommentiert mal hier keiner, weil die Kommentarfunktion wird ausgeschaltet. Ja, hast du ausgeschaltet? Weiß ich nehme das Video gerade erst auf. Weiß ich, noch gar nichts ausgeschaltet. Oh. Ja. So, unser letzter Held hier. Ja. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn man selber nicht mehr da ist und dann sieht man das andere Schiff und sieht die ganze Zeit gute Position und denkt sich jetzt! Mhm. Dann hört man ja, ich muss mich selber erstmal und ich muss ja hier. Ja. Und dann ist man wieder der Böse. Ja, ist so. Ja.
Das würde noch über 7 Minuten laufen, ob er den hier noch aufhält. Ich glaube, der wird auch gleich hier versenkt werden. Das soll sich töten lassen, fertig. Also wir wollen hier gewinnen, ja? Es gibt Leute, die wollen noch gewinnen. Schießen die schon? Ich weiß nicht, können sie den schon entdecken? Ich glaube, er ist auf 5. Nee, doch, jetzt haben sie ihn. Die schießen schon. Ich bin ja mit der Kamera von oben drauf. Deswegen sehe ich alles. Aber ich muss sagen, es ist schon ein bisschen kniffelig, ja. Weil weil die schon recht schnell sind, ja. Die Briten. Also. Jetzt sieht man von oben, sieht man die Wolke ganz schön. Ist sehr breit. Ist breiter als die Insel. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, ist halt schwierig, weil, wie gesagt, von. Die anderen Kreuzer, die sind normalerweise nicht so schnell in dem Bereich gewesen, ne? Jetzt hier schon im Rang 3 mit über 30 Knoten oder 30 Knoten rumzugucken, ist natürlich schon ungewohnt, ne? Oh Gott! Oh Gott! Guck ihn dir an! Jetzt wird er so in die Fresse kriegen, aber ja, Torpedos raus, den haut er noch weg. Unvermeidbar. Boom! Ich kann mich schon fast vorstellen, wer auf Platz 1 ist. Guck mal, fährt der andere in die Torpedos rein. Oh, Torpedos von dem? Oh, scheiße, die sind ja überall hier. Fuck. Gegen Deal. Teamwertung, will ich gehen? Guck ich rein? Guck ich, ja, ich bin dran. Ich bin ganz unten. Und du bist vorne. Ah! Schneiden! Da rausschneiden. So, gleich nächste Runde. Was kann man denn hier antun hier? So, ja, alles fertig, bereit. Zack, den Bumm. Können wir? Ja, hallo. Ja. Ehre den Helden habe ich bekommen. Was haben wir? Was bekommen? Fuck, warte. Was machst du? Ich baue noch Signalflaggen, damit mein Munitionsdepot nicht mehr explodiert. So, jetzt aber zack, den Bumm. So eine Scheiße. Tut mir einen Gefallen, ne? Was denn? Wenn du vor mir stirbst, ne? Passiert ja wirklich selten. Aber wenn ja, dann? Dann kannst du ein anderes Schiff stalken. Nein! Wir sind doch eine Flotte, da musst du dir doch helfen dann. Im Gegenteil. Was im Gegenteil? Du musst doch nur genau das machen, was ich sage. Nee, ich muss gar nicht. Ach, du musst! Ich muss, wenn, dann Pipi oder kacken oder also, so. Also, hallo! Ja, wir gucken Minderjährige zu. Hallo! Das muss ich, aber ich muss nicht deine Ratschläge befolgen. Jetzt reiß ich am Zippel hier. Ja, wohin? Such dich aus. A oder C? Nee, mach ich nicht. Jetzt du. A. Und jetzt werden wir gewinnen. Ja, Leute. So ist es. Was? Was? Nix. Soll ich schon mal schießen? Dann decke ich uns auf. Mein Gott, hier, die... Schon wieder hier so ein. War das gestern, wo irgendwie 6-7 Schiffe ineinander gefahren sind? Ja. Und wieder zwischen. Oh, ist scheiße, ey. Da, gestern war doch dieser Typ, der auf mich die ganze Zeit geschossen hat. Ja. War das gestern oder was? Ja, das. Nee, das war. Doch, das war gestern. Dann? Nee, das war gestern. Wenn ich nee, stimmt, du hast recht, das war vorgestern, noch vor dem Patch. Ja. Ja, schießt auf alle und dann irgendwann hatten alle die Leute die Schnauze voll. Schießt auf ihn, der brennt, aber dann hat keiner mehr raufgeschossen, so bei, was hat er dann gehabt? Schlachtschiff, ne? So bei 8000 Lebenspunkten und dann haben sie ihn von anderen zerschießen lassen. Dadurch ist keiner pink geworden, außer er.
Also, was für ein Idiot, ne? Schießt auf jeden in seiner Reichweite von uns. Ja. Eine Hohlbratze vom Allerfeinsten, ey. Erst hat er alle gerammt, ne? Ja. Also ich sehe gerade, zu C will wohl keiner, richtig? Was ist mit C? Will wohl keiner richtig hin. Naja, sind schon welche am Kippen. Sind die auch so ein Lemming Train? Oh mein. Ja. Warte mal für dich. Moment. Oh, nicht mehr. Oh, da ist er wieder. Hinter dem. Jetzt kommen mir 30 Knoten so langsam vor, irgendwie. Wie heißt hier? Mujita Badu. Wer? Der Gegner. Den, den du gesehen hattest. Ja, der verschwindet aber. Hallo. Oh, hier ist auch was. Ne, das ist auch hinter der Insel. Jetzt habe ich einen. Ibari, ist das diese chinesische Schiff, oder? Ja, ich glaube schon. Also diese ja andere asiatische, panasiatisch. Denn ich habe das nie gefahren mit dem bei den Japanern. Also wird es das so sein, ja. Hat sie das schon fast komplett zerlegt, ne? Und er haut ab. Wieso verschwindet er? Steht er da hinter der Insel oder was? Weiß ich nicht. Ist St. Louis, meinst du? Er dreht. Jetzt nicht. Ach. Okay, dann. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also manchmal sind die Positionen auch so schlecht eigentlich, ne? Ich habe ihn in Reichweite, aber da er wegfährt, würde ich ihn nie treffen, ne? Na, ich schieße trotzdem. Ich wurde entdeckt. Ich habe nur die Front, Geschütze gerade. Ich hab ihn getroffen. Der Zerstörer ist irgendwo hier. Irgendwo da hinten. Und weg ist er. Da ist er. Hinter der Insel. All meine Ziele sind hinter Inseln. Ne, da kommt eins vor jetzt. Komm her. Ein Kaiser. Krass, wenn man bedenkt, ist doch gar nicht so lange her. Da bin ich auch zum ersten Mal die Kaiser gefahren, ne? Die deutschen Schlachtschiffe gibt's ja noch nicht so lange hier. So schieße ich da. Scheiße, ich fahr voll in diese. Es ist in der Wolke. Und von hinten schicken die mir Torpedos. Und von
bekommen auch welche. Und jetzt wird auf mich geschossen. Und ich muss irgendwie hier verschwinden und ich bin gleich weg. Torpedos auf Steuerbord! Fuck. Scheiße. Torpedos auf Steuerbord! Ich bin im Überwachungsbereich. Mhm. Noch lebe ich. Das ist doch gut so. Mhm. Aber nicht lange. Wo ist denn der Nähe? Oder ist denn der Nähe? Der Nähe? Fährt rückwärts. Mach Idiot! So schön. Irgendwie muss man hier näher rankommen, den Zicker. Ey, ich habe jetzt 5 Treffer, ne? Also man fühlt man sich so ein bisschen eingerostet hier irgendwie. Ja, ich fand das besser mit diesem. Shit! Alter, schießt dieser verfickte. Das verfickte Schlachtschiff ein einziges verdrecktes Mal, ne? Und? Ja. Gleich fast alles, das gesamte Leben weg, ne? Das sind diese Rumgammler, die einfach nur darauf warten, dass irgendwann mal einer vorbeikommt, ne? Hm. Jetzt wollen alle diese Danae killen hier. Und sie ist weg. Also den Ficker, den schießt jetzt auch in die Fresse hier. Auch schon weg. Mein Gott, hier kommen wir zu nichts. Das ist ein blöder Winkel. Wie schön einfach das mit der Black Swan war, ne? Ich fand's am besten damit. Ja, weil es halt super einfach war. Hat Spaß gemacht. Mhm. Aber es waren ja alle gleiche. Ja, aber natürlich, klar, wenn ich das jetzt, jeden Tag würde ich das gar nicht so spielen wollen. Wäre super langweilig dann. Nee, ich weiß aber. Ei, 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 ei. Oh, ich hab zufällig gekappt. Das war wirklich. Oh, was für ein. Immer diese Pisslacker, ey, echt. Weißt du, die einen pupigen Treffer landen und einen dann versenken, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen. Oder Black Swan war es richtig geil. Aber weißt du, es ist ungewohnt, weil man sich. Ich glaube im Kopf, jedenfalls ist das bei mir so, stelle ich mich darauf ein, dass ich Rang 3 fahre, also bin ich relativ langsam, weil ich ja kein Zerstörer fahre, ne? So ist das in meinem Kopf, aber die Schiffe sind so schnell, dass man auch ständig nachjustieren muss, ne? Wie vorhin der eine meinte, oder die beiden dann, die dachten, sie sind eingerostet, einfach, aber weil es ungewohnt sind, weil die Schiffe so schnell sind, ne? Guck mal, hier die Waymouth, die ist ja auch schon 30 Knoten oder so gefahren, ne? Die sind ja super schnell, die Schiffe, und so im niedrigen Stufenbereich. Das ist halt auch echt ungewohnt und deswegen, glaube ich, verkackt man die auch. Man hat sich geistig noch nicht darauf eingestellt, dass man anders zielen muss und anders vorhalten muss und so, ne? Ja, das stimmt. Ah, naja. Gut. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken, ihr macht das schon. Und viel Spaß beim Auslachen. Ja, wem? Warum sollen die sich selber auslachen? Also, bis später, Leute. Tschüss. Ja.